Denkt man an Crosslauf, denkt man an steiles Gelände, denkt man an hügelige Waldlandschaften. Alles das hat Herten nicht. Aber trotzdem fanden am vergangenen Samstag im Baccumertal die deutschen Meisterschaften im Crosslauf statt. '2000 haben die Hertner begonnen mit dem Crosslauf und haben ihre Vereinsveranstaltungen durchgeführt und unter anderem auch ihre Kreismeisterschaften. Und dann ist der westfälische Verband darauf aufmerksam geworden und hat gesagt, da werden wir auch Westfalenmeisterschaften ausrichten. Und die haben die wirklich fantastisch ausgerichtet. Und dann haben wir den Hertnern gesprochen und haben gesagt, das wäre doch mal eine Sache, deutsche Crosslaufmeisterschaften hier auch in Herten auszurichten. Dann haben wir im letzten Jahr mit den Hertnern zusammen sind wir nach Markt Indersdorf gefahren, in Bayern, und haben uns dort die deutschen Crossmeisterschaften angesehen. Und da haben die viele, viele Eindrücke mitgenommen und haben gesagt, das können wir auch, das setzen wir um. Und heute sind wir so weit, dass wir sagen können, heute finden hier die deutschen Crosslaufmeisterschaften in Herten statt. Viele Teilnehmer waren am Anfang ziemlich skeptisch, wirkte die Strecke ziemlich flach. Aber die Strecke hatte es in sich. Der Wolf im Schafspelz könnte man passend titeln. Auch Lokalmatador Fred Toplak, der in der Altersklasse M50 bis 55 an den Start ging, war als erfahrener Läufer ziemlich beeindruckt. Ja, sehr schwerer Boden, anstrengend, aber wie immer schön. Gerade wenn man ins Ziel kommt, dann weiß man, wofür man trainiert hat. Auch wenn ich im Moment kaum zum Trainieren komme. So ein Großereignis nach Herten zu holen, zollt schon Respekt an die Arbeit der Verantwortlichen. Und die haben Blut geleckt. Ja, eine deutsche Meisterschaft und speziell im Crosslauf nach Herten zu holen, da müssen wir uns erstmal bei dem Vorstand und bei allen Aktiven vom Verein bedanken, die da ein Jahr dran gearbeitet haben, um solche Bedingungen hier zu schaffen. Und ich glaube, da guckt ganz Deutschland neidisch schon ein bisschen nach Herten. Ja gut, das muss man überlegen. Ich meine, ich habe viele schon gesprochen, die mir gesagt haben, meine Güte, das ist eine Veranstaltung, man merkt das sofort, die ist mit Liebe gemacht, da ist Herz dabei. Und die Infrastruktur hier im Tal passt auch mit der Schule und mit den einzelnen Hallen, die wir haben. Na gut, man muss sich überlegen, ob man dann nicht eventuell nochmal, das nächste wäre natürlich europäische Crossmeisterschaften, aber ich weiß nicht, ob dann die Hausnummer zu groß wäre. Aber ich schätze schon, dass die Hertner nochmal, sag ich mal, ein bisschen Blut geleckt haben, wie man das auch sagen kann, und eventuell nochmal eine deutsche Crosslaufmeisterschaft hier ausrichten können. Insgesamt 1188 Läuferinnen und Läufer aus 331 Vereinen gingen in Herten an den Start. In verschiedenen Altersklassen wurden von 1400 Metern bis zur Langstrecke von 10.400 Metern Crossstrecke überwunden. Durch tiefen Matsch und 10 langen Anstiegen kämpfen sich die Sportler ins Ziel. Organisatorischer Mittelpunkt war aber die Rosa-Park-Schule. Hier wurden Startnummern ausgegeben, Sportler versorgt und Siegerehrungen vorgenommen. Natürlich durfte auch der gute Zweck nicht fehlen. Nicht nur hier im Baccumertal finden sportliche Aktivitäten statt, auch in der Rosa-Park-Halle. Da ist ein Ultraläufer am Werk. Und was macht der da? Der Alois Simmer versucht also die Distanz der Crossläufe in der Halle nachzulaufen. Der wird also über 60 Kilometer dort unterwegs sein. Und das alles für einen guten Zweck. Und der läuft also da die Strecke ununterbrochen, auch während der Siegerehrung, sodass wir also da eine Bewegung haben, dass also auch andere Leute können sich anschließen. Das ist frei für jeden Läufer, der Interesse hat, uns da zu unterstützen. Rundenlauf, und wir wollen dann eine Hochsprungmatte letztlich dafür dann für die Jugend anschaffen. Das heißt, jeder, der da mitlaufen möchte, spendet etwas? Spendet etwas und ist herzlich aufgefordert, das zu tun. Kann natürlich auch seinen Freund auf die Reise schicken. Ich spende meiner Frau 5 Euro und freue mich dann, schaue zu, wie sie dann 5 Runden dreht oder so weiter. Ist eine nette Sache und soll dann etwas für die Jugend bringen. Am Ende war man sich einig, der Wolf im Schafspelz darf gerne wiederholt werden.